Titanindustrie hat ihre herausragende Rolle im Revier verloren. Kohle und Stahl sind nicht mehr der Mittelpunkt des Alltagslebens im Ruhrgebiet. Die ehemaligen Gebäude der Schwerindustrie, oft als Ballast empfunden, zum Abriss bestimmt, entwickeln sich zu Ausstellungs- und Veranstaltungsplätzen, zu Orten der Erinnerung, zu Industriekultur. Inszeniert werden Ereignisse für Menschen aus anderen Regionen, die mit dieser Industrie nie Berührung hatten. Wie nehmen Menschen, die hier leben, diese Veränderung wahr? Wie wandeln sich ihre Lebensvorstellungen? Wie geht es jenen, die die ursprüngliche Bedeutung dieser Denkmäler nur noch aus Erzählungen kennen? Alles machen sie kaputt. Und so eine schön. Oh. Die letzte Eintragung von September 61. Das ist toll. Das ist schon wirklich fast historisch. Hätte ich gerne gehabt. Aber kaputt lohnt sie nicht. Schade. So. Viele sind ja nicht. Aber immerhin. Sehr schön. Gehen wir. Es gab eine einfache Logik im Ruhrgebiet. Wenn etwas seine Funktion verloren hatte, weg damit, abreißen. Man hat im Ruhrgebiet nie gelernt, diese Industrieanlagen auch in Würde vergehen zu lassen, beziehungsweise sie anders zu nutzen, sie zu öffnen für kulturelle Zwecke. Die Zeche Zollverein sollte platt gemacht werden. Das Hüttenwerk in Meiderich platt machen, nach China verkaufen. Weil man damals den Wert dieser Anlagen, die Architektur, noch nicht erkannte und noch kein Gespür dafür hatte. Das hat sich jetzt langsam verändert und die Menschen nehmen das auch an. Mit dem Ruhrgebiet umzugehen für die Zeit danach, das setzt wohl voraus, dass man nicht befangen ist. Man darf da so gut wie für nichts verpflichtet sein. Man muss einfach kommen und die Dinge so sehen, wie sie sind und nicht lange der Vergangenheit nachtrauern. Man darf zum Beispiel nicht denken, ach, wie schrecklich. Ja, auf dieser Kokerei war es ja immer so heiß und die Arbeiter, die haben da an dieser Hitze gearbeitet. Ja, und das war ja eine ganz schlimme Ausbeutung und dieses Mahnmal der Ausbeutung, das muss ich auslöschen. Da muss man sagen, das war halt so. Und was mich hier fasziniert haben, war sozusagen die bildhaften Hinterlassenschaften aus den letzten 100 Jahren. Das sind völlig andere Bilder, die haben eine andere Grafik, die haben eine andere Dimension, die haben eine andere Maßstäblichkeit, die haben eine andere Materialität, eine andere Farbe. Und wenn man sich an den anderen Bildern satt gesehen hat, dann ist man begeistert von diesen anderen Bildern und sagt, Mensch, lass uns die doch in Szene setzen. Ich mach schon. Ist aber nur noch Putz zum Aufkochen da. Wieder ein Tag ohne Sinn. Heinz, wenn du so weitermachst, dann bringst du uns alle noch in eine Deprimierung. Andere haben wir auch wieder was zum Arbeiten gekriegt. Als was denn? Als Kartenabreis an irgendein Multikino. Das ist doch das Einzige, was es noch gibt. In jede Fabrik, in jede Zeche ist doch heutzutage so ein Multikino drin oder so ein Sensationspark, wo sie den ganzen Tag an deine Nerven am Sägen sind. Aber weißt du was? So viele Kartenabreißer brauchen die auch nicht. Dafür ist doch die Luft jetzt was besser. Was? Ja, wenn ich noch so dran denke, wie seine Zeit hier so die Kokerei immer gestunken hat. Weißt du was, Oma, da habe ich aber lieber den Mief in der Nase und das Portemonnaie voll als umgedreht. Das sag ich dir aber. Aber irgendeiner muss doch noch Geld verdienen, sonst gäbe es doch gar nicht die ganzen Einkaufszentren.
Und das Kino, das kostet auch. Ja, sicher verdient irgendjemand Geld. Nur mit keiner von uns, dann ist es doch. Da kommt da so ein Ami aus Japan oder Asien rüber, ja? Kauft unseren schönen Schacht Ärmer, lässt ihn voll Wasser laufen, schüttet ihn einmal Kupis rein und nennt das dann Tauchparadies. Dann geht er wieder ab mit seinem Reibach. Ja, und die Touristen, die kommen, ja? Ja, die sind auch nicht von hier. Ja, sonst wären das ja keine Touristen. Die beglotzen sich die Guppies in Flöz und wieder ab nach Hause. Und unser Einzel steht draußen und drückt sich die Nase platt an den Paradies. So ist das. Heinz, geh doch in die Politik, wenn du dich so gut auskennst. Dafür braucht man nicht gelernt zu haben. Ausgang dieser ganzen Geschichte ist natürlich auch, dass im Zuge der Umstrukturierung das ganze Schienenmaterial immer hinter den abziehenden Industrien abgebaut werden sollte. Und da war die IBA und die Landesregierung und der KVR hier in der Region die treibende Kraft, diese Schienen zu erhalten und auch einer künftigen Generation wieder neue Perspektiven zu eröffnen. Und die Bewahrung dieser wunderschönen Strecken ist das Ziel der IBA gewesen und wir haben das übernommen in ein Programm, das wir jetzt touristisch versuchen aufzubauen. Also das Beispiel Emscher Park Eisenbahn zeigt sehr schön, dass wir ungewöhnliche Vehikel benötigen, um das Thema Ruhrgebiet mit seiner einzigartigen Industriekultur zu vermitteln. Es reicht nicht aus, dass wir im Grunde genommen nur noch diese gigantischen, kolossalen Kulissen zeigen, sondern diese Kulissen verbinden mit Events, mit ungewöhnlichen Vehikeln, mit denen ich mir diese Kulissen erschließe. Wir sind hier auf der Halde an der Beckstraße, direkt am Tetraeder, eigentlich so im Herzen des Ruhrgebiets in Bottrop. Wir bearbeiten zurzeit den betrieblich nicht mehr benötigten Grundbesitz und das sind 3000 Hektar. Das bedeutet, damit man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann, 3700 Fußballfelder aneinandergereiht. Das ist die Fläche, die wir zurzeit als Herausforderung vor uns haben, die wir bearbeiten. Das sind allesamt ehemalige Betriebsstandorte, ehemalige Zechen, Bergwerke, Kokereien, Standorte, die hier Keimzellen der einzelnen kleinen Stadtteile waren, um die dann im Grunde der Stadtteil gewachsen ist. Das Bergwerk war immer der Mittelpunkt hier im Ruhrgebiet. Und wenn so ein Mittelpunkt wegfällt, wenn diese Keimzelle plötzlich weg ist, entsteht eine Wunde in der Stadt. Unsere Aufgabe ist es, diese Wunde in der Stadt erst gar nicht entstehen zu lassen und mit diesen Flächen was Sinnvolles zu tun. 32 Jahre und kein bisschen siegesmüde. Marc Girardelli aus Luxemburg hatte nach der Abfahrt die Nase vorn und verwies den Norweger Lasse Kyss und Günther Mader aus Österreich auf die Plätze 2 und 3. Hier wird eine Piste entstehen, die ca. 530 Meter lang sein wird, 30 Meter breit. Und es wird eine richtige Winterschneepiste geben, wie es in den Alpen im Januar bei minus 10 Grad der Fall sein wird. Die Leute werden sich in der Halle fühlen wie in einer Winterlandschaft, weil auch die Dekoration dementsprechend gestaltet ist. Baurecht ist da, unten stehen die ersten Container, in wenigen Tagen wird angefangen zu bauen und dann entsteht hier die weltgrößte Halle. 580 Meter lang und darauf dann können Sie abfahren, ich sag mal, auf ich glaube rund 500 Meter Echtschneepiste. Und rundherum wird es weiteres Angebot geben, es werden dann, ich glaube, Gastronomie und solche Dinge entstehen. Also ganz toll, faszinierend. Die Alpen im Ruhrgebiet. Die kommen her in kurzen Hosen im Sommer, können sich alles ausleihen, vom Skianzug über die Ski bis zu den Handschuhen. Die zahlen einen Preis zwischen 15 und 20 D-Mark, je nachdem, was für ein Preissegment das im Moment gerade vorherrscht und können sich auf wirklich sehr ökonomische Art diesen Sport leisten, genauso wie Tennis oder Squash oder Eishockey. Thank you.
Ich wohne hier mitten im Ruhrgebiet. Ja, drüben auf der anderen Halde wird ja jetzt ein Alpincenter gebaut. Ich weiß nicht, wie es wirklich dann aussehen wird. Die rechnen ja mit 750.000 Menschen im Jahr, glaube ich. Ich habe da auch nichts gegen, sollen sie gerne machen. Und ich fände es also einfach schön, wenn es aber nicht unbedingt hier so wäre, dass ich da irgendwie von beeinträchtigt werde oder hier meine Ruhe nicht mehr habe. Aber das befürchte ich eigentlich auch nicht. Ich wohne fast im Industriegebiet, also wo man aber nichts mehr von sehen kann, weil ich wohne seit 19 Jahren und nichtsdestotrotz habe ich mich eben eher für Kulturen außerhalb des Ruhrgebiets interessiert, also Kulturen, die weit weg sind. Ich bin damit konfrontiert worden, auch über Freunde und in meinem Bekanntenkreis ist es eigentlich nicht ungewöhnlich zu trommeln, Musik zu machen. Eben, ich habe auch Freunde, die halt aus der Türkei kommen oder aus anderen Ländern, die eben auch ihre Heimatmusik mitbringen und so hat sich es eigentlich immer weiterentwickelt. Und jetzt bin ich eigentlich auch immer auf der Suche nach neuen Ideen, nach neuen Musikrichtungen und versuche eben auch neue Instrumente dazuzunehmen. Ich bin auch beheimatet hier im Ruhrgebiet, lebe in Dortmund und bin aber in Australien geboren. Meine Eltern sind Ende der 50er Jahre dahin ausgewandert, um schon ausgewanderte Familienmitglieder zu treffen. Und sind eine ganze Zeit da geblieben, 6 Jahre, und in der Zeit bin ich dann da geboren. Und 83 bin ich zurück nach Australien gegangen, um tatsächlich dann mal live in meinem Geburtsland zu sein, weil ich halt mein Leben lang die Stories hier im Ruhrgebiet in Dortmund immer von Australien gehört habe. Und seit 10 Jahren spiele ich das Instrument der australischen Ureinwohner, der Aborigines, weil für mich war das tatsächlich so ein Stück Australien, wo ich mich dran festhalten konnte, wenn ich dann wieder hier war. Ich wollte eigentlich in Australien bleiben, meine Frau nicht. Naja, auf jeden Fall bin ich dann hier mehr oder weniger sitzen geblieben und habe für mich Didgeridoo gespielt. Fundstücke, die ich einfach so hinstelle, weil ich der Meinung bin, jedes Stück ist für sich schon ein vollendetes Stück von der Form her. Ja, die habe ich überall gesammelt, wo immer ich hingekommen bin, auf Industriebrachen, auf abgerissene Bergwerke, auf Kokereien, auf Stahlwerke, eigentlich im ganzen Ruhrgebiet gesammelt. Ruhrgebiet ist das, wo meine ganze Arbeit herkommt und wo ich immer arbeiten möchte. Ich frage mich nur, was ich dann mache, wenn nichts mehr zu holen ist. Und es sieht ganz so aus, als wenn diese Zeit endgültig vorbei ist. Ich wohne immerhin jetzt seit 1950 hier und das ist meine Heimat. Ich liebe dieses Land, weil hier fühle ich mich zu Hause, hier fühle ich mich wohl. Und ich habe überall in Europa Freunde und Bekannte und was weiß ich. Und ich hätte öfter die Gelegenheit gehabt, wegzugehen. Aber ich bleibe hier, ich gehe nicht weg, weil ich dieses Land mag. Futuraplan ist eine amerikanische Firma, an American Foundation. Siehste? Ja, die Amerikaner sind da sehr innovativ. Innovat? Der Firma-Hauptsitz ist in New York. Machen Sie schon mal in New York. Ich kann Ihnen sagen, a marvelous city. Ich bin dann sogar ein halbes Jahr ausgebildet worden. Also schon allein diese Skyscraper, die sind die Wolkenkratzer. Dann habe ich sogar beim richtigen Künstler gewohnt in der Luft. Futuraplan ist eine Firma, die in alten Industriegebieten ganz neue Konzepte von ansässigem verträglichem Strukturwandel realisiert hat. Konzepte, die den Besuchern ein Höchstmaß an Unterhaltung verbunden mit lebendig und packend servierter Information über die Region
und über die liebenswerten Eigenarten der ehemals hier tätigen Bevölkerung vermitteln. Sie, Familie Kopleck, Sie sind ein Kernstück des Konzepts. Ja, Sie werden die Stars sein. Und jetzt kann ich ja genau. Vergessen die Arbeit, das Leben beginnt. Für das, was wir lieben, uns krumm gemacht. Wir lassen uns fallen, kommt über in die Nacht. Ihr habt mich gefangen und das gnadenlos. Aus euren Krallen komm ich nicht mehr los. Ich atme tief durch und denke, egal. Euer Herz ist aus Gold, eure Seele aus Stahl. Wir sind das Ruhrgebiet, die Droge, die so süchtig macht. Das hätte ich nie gedacht. Und das Ruhrgebiet bin ich. Zwischen Rhein und Weser, das Herz der Welt. Hier bist du keine Nummer, keiner sieht auf dein Geld. Eine grüne Oase zwischen Kohle und Stahl. Wenn wir zusammen feiern, ist uns alles egal. Ihr habt mich gefangen und das gnadenlos. Aus euren Kanten komm ich nicht mehr los. Ich atme tief durch und denke egal. Euer Herz ist aus Gold, Seele aus Stahl. Wir sind das Ruhrgebiet. Und das Ruhrgebiet bin ich. Schulaufgaben schon gemacht? Ja. Ist ja prima. Mathe, ne? Nein. Ja. Nein? Schreiben. Und für mich war immer der Traum und ist heute noch immer mit der Musik meiner Familie zu ernähren. Und die Schulausbildung, bin ich ganz ehrlich, die war nicht gerade die beste. Hauptschüler, ich habe das gerade dann geschafft. Meine Lehre habe ich gemacht als Schlosser mit 3-3 bestanden. Und klar, jeder Vater möchte natürlich, dass sie Tochter irgendwie eine schulische Karriere macht, obwohl das auch Quatsch, ne? Aber mich freut, dass sie gut in der Schule ist, dass sie da Spaß hat, ne? Für mich war das eigentlich immer so ein bisschen, ich bin nicht gerne zur Schule gegangen, bin ich ganz ehrlich. Für mich war das immer so eine kleine Plage. Man muss immer zuhören, der Lehrerin. Und ich habe nur immer rumgeträumt, aus dem Fenster geguckt und mir vorgestellt, dass ich vor ganz vielen Menschen Musik mache und ein Star mal werde. Ich bin ein Mensch, der eben hierher kommt aus der Region. Ich bin hier groß geworden und stelle das auch dar. Und ich habe Stücke geschrieben aus dem Ruhrgebiet und die werden dann im Radio nicht gespielt. Und Musik lebt davon, gehört zu werden. Und das ist natürlich dann immer schade. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass man solche Leute, ich sag mal ganz böse, die so aus dem Ruhrgebiet kommen, die so Malocher sind, mit einem Helm auf dem Kopf nicht so gerne sieht. Weil ich auch ein Klischee bin, das Vergangenheit ist. Aber ich sag immer, wer keine Vergangenheit hat, hat auch keine Zukunft. Ne? Und ich denke mir eigentlich, was so eine Region interessant macht, das ist eben die Menschen hier und auch die Lieder. Weil man die ihren Verein lieben, gibt es in keiner Stadt oder Ortschaft. Das ist mein Leben. Mit meiner kleinen Tochter dabei. So, ich war mein zweiten Lebensjahr, fahre ich auf Schalke. Von meinem Opa her. So, und das Schalke überall. Hier ist was los heute. Nein. Hier ist jetzt so der Punkt erreicht, wo man dann wirklich so sagt, so, was passiert heute? Bierchen ist getrunken, die 6., 7. Zigarre ist angesteckt und dann geht es einfach los. Dann sagt man, was passiert jetzt heute auf Schalke? Drei Punkte sowieso, ja. Denn dann ist Wochenende schön. Und Absteiger heute zu sehen. Uli! Hallo Nordkorea! Hallo Schalke im Stadion! Für uns, für euch, unser Verein ist die Blau und Weiß. Wie liebe ich dich? Ich will euch alle hören!
Wenn ich heute sehe, wie die Profis von vornherein sehr viel Geld verdienen, dann muss ich sagen, ich bin gekommen aus Kleve mit 18, gute 18 Jahre, wie man so schön sagt, mit dem Persilkarton, ohne alles, aus einer Kleinstadt in die große Welt sozusagen. Und Rot-Weiß war damals ja ein Name, das war Musik im deutschen Fußball. Da bin ich hierher gekommen, dann hat man mir einen Vertrag gegeben über 80 Mark im Monat. Und von diesen 80 Mark hat man mir noch 30 Mark Miete abgenommen, weil ich ja ein Zimmer unter der Tribüne hatte. Ich habe dann unter der Tribüne gewohnt, ein Jahr lang. Und dann hatte ich einen 50er in der Hand, sozusagen. Und habe mich dann ernährt in den ersten Monaten fast ausschließlich von Pommes, Mayonnaise und ein bisschen Tomatenketchup. Ich habe diese Herzlichkeit der Leute sofort bemerkt. Das heißt also, wie ich hier aufgenommen worden bin, wie mir der Vereinswirt geholfen hat zu Beginn, wo ich kein Geld hatte, wo die Leute auf mich zugekommen sind, haben gesagt, komm zu uns zum Essen, Jungen, lass es nicht. Und dann haben sie für mich gekocht und haben mir das gebracht. Also das war von vornherein diese herzliche, offene Art. Ich bin hier nie betrogen worden so richtig. Jeder sagt das, was er denkt. Man war einfach Schalke, man hatte auch nichts anderes, oder Dortmunder oder Essener. Es gab keine Tennisclubs, es gab keine Rollerskates, es gab nichts. Man ging dorthin und das war auch ein Art Stück Freizeit, was man hatte als Kind und auch die Erwachsenen. Und wenn man zum Beispiel damals, wie eben auch die Regelarbeitszeit am Samstag noch war, und dann war Schichtende, dann ging man ins Stadion. Dann ging man anschließend noch seine Pilzken trinken und seine Frikadelle essen. Und das war ein Stück Lebenskultur hier. Und dies alles hat dazu beigetragen, dass da sicherlich auch Mythen entstanden sind. Und diese vielen Lokalkämpfe, die es hier im Ruhrgebiet gab, eben mit Dortmund, mit Duisburg, mit Essen oder noch davor, also selbst Vereine wie Katernberg oder Herne hier noch eine Rolle gespielt haben, da war einfach so, wir Essener oder wir Schalker, so, da war dieses Wir-Gefühl, das war noch anders. Ich kann mich auch als Kind auch erinnern, was hatten wir da, Straßenkämpfe gehabt, dann hat die Straße mit den anderen, da war einfach das Wir-Gefühl im Stadtteil. Wenn man Schalker war, dann war man Schalker. Und das Verhältnis zu den Spielern oder zu den Stars, das war einfach ein völlig anderes. Wir waren anfassbar und das waren auch Leute, die mal ein Bier tranken. Ich kann mich an der Glückaufkampf Bahn. Wenn ich da jetzt da hinten schaue, auf so ein Bild, wo der Waldi Gerhard da läuft, da sitzen die Leute bis an der Außenlinie. Und wenn eine Ecke getreten wurde, dann musste man aufstehen und zurückgehen, dass der Eckball getreten wurde. Es gab keine Ausschreitungen in dem Sinne. Und das alles hat natürlich dazu beigetragen, man hat die Stars hautnah erlebt. Und da ist der Schweiß wirklich, man konnte ihn riechen. König Fußball hatte wieder einmal das Wort. Vor 40.000 Zuschauern trafen in Gelsenkirchen die alten Rivalen Schalke 04 und Borussia Dortmund aufeinander. Schalke in weißen Hosen. Fritz Scheppern verfolgt aufmerksam das Spiel seiner Mannschaft. Borussias Torhüter Rau zeichnete sich wiederholt durch glänzende Abwehrparaden aus. Auf der Gegenseite bringt Torwächter Kersting den Ball vor dem Dortmunder Innensturm in Sicherheit. Und wenn zwei sich streiten, freut sich Schanko. Die Stimmung in den Stadien, und ich bin viel in Stadien, die hat sich verändert. Also diesen totalen positiven Fanatismus, der also positiv war, dass man die Mannschaft bedingungslos angefeuert hat, auch wenn es mal nicht lief, das ist heute nicht mehr so. Also wenn gewonnen wird, dann steht man wie eine Eins dahinter, wenn man verliert, dann pfeift man auch sehr, sehr, sehr schnell. Und wie gesagt, aber das ist ja heute in der Gesellschaft gerne, wer erfolgreich ist, der wird gelobt und wer keinen Erfolg hat, der wird sofort niedergemacht. Und das ist eine bedauerliche Entwicklung. Und wie gesagt, ich hoffe, dass der Fußball vielleicht ein bisschen wieder zur Normalität zurückkommt. Aber solange die totalen Vermarkter sich den Fußball unter den Nagel reißen, habe ich da meine Bedenken. Man muss also hier auf Schalke einfach gucken, dass man den Spagat hinbekommt zwischen Tradition, Volksnähe und Wirtschaftsunternehmen. Aber in erster Linie sind wir immer darauf angewiesen, der sportliche Erfolg einer Fußballmannschaft bringt den wirtschaftlichen Erfolg. Nicht umgekehrt, das geht nicht, das funktioniert nicht. Ohne die Fans hier wäre dieser Verein schon 3-4 Mal klinisch tot gewesen. Und diesen Verein wird kein Mensch auf dieser Welt kaputt machen können, weil der hat eine so große innere Kraft und Stärke, gerade in schlechten Zeiten zusammenzurücken und die Stärke zu zeigen wie kein anderer Verein. Und das haben sie, dieser Verein, in den zurückliegenden 20 oder 30 Jahren so oft bewiesen. Und da wären andere Vereine wären wirklich eingebrochen. Aber dieser Verein hat es immer wieder geschafft und kein Mensch kann diesen Verein kaputt machen. Das schafft kein Mensch. Royal im Rotlicht, die Crew, die man nicht totkriegt.
kommt aus dem Milieu, nimmst nach Code Richter, float nix. Funk-Style Rebel, mit Worten immer noch scrabbeln. Kranke Songs wieder auf Pebbeln, bringst wieder auf den nächsten Level. Wir sind King-Size. Mein Vater war Rangierer bei Hösch. Kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern. Ich durfte dann öfter mal aufs Werk kommen und durfte dann auch auf seiner Lok mitfahren, auf seiner Diesel-Lok. Fand ich sehr gut. Und das war eigentlich komplett auch in der ganzen Familie so. Also meine Onkels, die haben alle bei Hösch gearbeitet. Der eine in dem Werk, der andere in dem Werk, der andere in dem Werk. Und ich kann mich erinnern, dass es dann damals irgendwann hieß, Hösch macht zu. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, weil jeder hat sein Geld damit verdient. Ne? Ich habe mir dann überlegt, was machen die denn dann alle? Was passiert? Vor allem, was macht mein Vater, als er das dann gesagt hat? Ich habe dann auch demnächst keine Arbeit mehr, weil Hirsch macht zu. Wir hatten ziemlich viel Glück, weil er hat dann eine Anstellung gekriegt als Hausmeister in der Innenstadt. Wir sind halt so dann direkt in die Innenstadt gezogen. War für mich auch komplett neuer Freundeskreis auf einmal da. Wieder mal eine schwarze Nacht verbracht, am Nachmittag aufgewacht. Die Nacht war hart, ein paar Freunde aufgebahrt, danach in den Sarg gelegt. War ziemlich aufgeregt und aufgebracht in der Nacht. Wer war das? Wer hat das gemacht? Die Flammen brennen, keinen konnte man erkennen. Viel Geschrei, Empörung, vielleicht war es eine Verschwörung, vielleicht auch nicht. Wenn man Menschen niedersticht oder die Beine bricht. Hoffentlich kriegt ihr mich nicht, ich bin Wicht. Und habe Gicht, ein bisschen Farbe im Gesicht kann keinem schaden. Sonst dreht sich mir der Magen um. Fast halb zwei, starb vier, es war vorbei. Herzen brachen in zwei, in dieser Nacht hat keiner gesehen. Feste Schuhe aus der Truhe der 40er Jahre. Eine stramme Haltung, minimale Haare. Noch eine Frage? Wohl kaum, wann endet dieser Albtraum? Keine Brände, Verbände oder Geschändete. Serum wieder ins Blut kriegt, denn der Dreikampf ist heute schon. Hypothek hat einen Vertreter, komm, es geht King Kong. Und spielt dann wie im Ping-Pong. Wie den Abschied vom Chef und Geier fressen den Rest. Oder blühen im Rotlicht, die Szene, wo man sich tot sieht. Wo keiner mit dem anderen bei Rotwein das Brot bricht. Ich nehme vier Pilze für Export. Zentraler Geräteraum Dortmund Nord. Immer noch analog, ohne digitalen Komfort. Rappen auf laufendem Band. Unterschied des Zeit ohne hartes Tattoo, strong, immer noch smartest. Die Sample-Polizei hört immer noch mit. Es läuft ein Hit. Auch Battlestyles bringt nichts, was wirklich kickt, sind immer noch Live-Gigs. Yeah, immer noch too strong. Funky Chris 2000. Yeah, Ruhrpott, Baby. Check it out. Abenteuer Ruhrpott. Ich glaube, das ist so tief drin in der Sprache. Die Wörter, die ich benutze, werden dann vielleicht irgendwie nicht Leute aus Süddeutschland benutzen oder sowas. Allein im Ruhrgebiet hat der Tag ja vier Buchstaben. Das gibt es da auch nicht, da hat er nur drei. Da ist das Guten Tag und da ist das Guten Tag. So ungefähr. Und ich denke, den Akzent und der Dialekt und sowas, das ist auf jeden Fall mit drin in der Sprache. Und ich denke, so ein paar Wörter sind auf jeden Fall auch mit drin. So Slangwörter, die wir vielleicht als solche gar nicht anders kennen, aber wo die anderen sagen, was meint er denn damit? Irgendwie. Ruckzuck, Flasche leer, Wiese ist gemäht, Rasen ist geschnitten, Barfuß oder Lackschuh, Mann oder Mofa. Sowas halt. Finde ich gut. Die Ruhrgebietskultur zeigt sich vielleicht am deutlichsten in der Ruhrgebietssprache. Die Ruhrgebietssprache, die eigentlich gar keine ist, sondern ein Gemisch ist, ein Konglomerat ist, aus rheinisch, westfälischen, ostpreußischen, auch französischen, jiddischen, polnischen Spracheinflüssen, die phonetisch grausam ist und der man sich eigentlich bis vor 20, 30 Jahren schämte. Also ich persönlich kann mich an die 70er Jahre erinnern, wo man, wenn man aus dem Ruhrgebiet austrat, eher versuchte, diese Sprache ein bisschen zu vertuschen und in ein besseres Hochdeutsch einzutreten. Heute ist das vollkommen anders. Also die zahlreichen Kabarettisten des Ruhrgebietes tragen diese Sprache, dieses Ruhrpott, Ruhrschnelldeutsch, ganz positiv vor sich her und stehen dazu. Es gibt wahrscheinlich in Deutschland, vielleicht mit Ausnahme von Köln, keine Region, die so viele auch bedeutende und wirklich gute Kabarettisten hervorgebracht hat. Also Stichwort Herbert Knebel, Misfits, Else Stratmann und der allererste, der Vater aller Ruhrgebietskabarettisten, Jürgen von Manger. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen
Damit wäre mein Vorspruch in Hochdeutsch auch schon am Ende. Und ich kann das Wort weitergeben an den Herrn Adolf Techtmeier aus dem lieblichen Ruhrgebiet. Das ist er hier mit die Kappe, ne? Ja, also, auch nochmal, Namens allerseits, ne? Und Janne, ich darf, danke. Unser Mama lässt ihn übrigens alle herzlich grüßen. Ehrlich, lässt ihren Fernbleiben leider entschuldigen, aber die hat keine Zeit mehr für den Friseur gehabt, ne? Sonst wäre ich selber hier. Sie, die hat jetzt in 14 Tagen 25 Pfund abgenommen durch diesen neuen Algenpulver. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das müssen Sie im Wasserglas quirlen, die ganz schnell runter und dann wird das im Magen zu Sülze. Da wird also schlecht von, dass man Eisbahn gar nicht mehr angucken möchte. Zu der Zeit, als Jürgen von Mangel die größten Erfolge hatte, war der eigentlich im Ruhrgebiet, sagen wir mal, wenig gelebt, um es vorsichtig zu sagen. Also den hat im Ruhrgebiet eigentlich kaum jemand geguckt, sondern der Jürgen von Mangel hatte seine größten Erfolge an der Ostsee und in Bayern und in Berlin. Und der war eigentlich im Ruhrgebiet insofern nicht besonders geliebt, als er eigentlich die Sprache sprach, die man hier ja gar nicht sprechen durfte. Also in anderen Regionen konnte man das als komisch gutieren, was hier, sagen wir mal, eher peinlich war, weil man ja eigentlich nicht so sprechen durfte. Das gilt mittlerweile nicht mehr sozusagen als Ausweis von Dummheit. Hier im Paternoster des Bochumer Rathauses habe ich eine Leiche kreisen lassen als Krimi-Autor. Der hieß Dienst nach Vorschuss, der Krimi, und er beschäftigte sich mit Filz im Bochumer Rathaus. Und die Leiche war ein kleiner Beamter, ein Amtmann, glaube ich, eine graue Maus. Die hatte sich zu weit vorgewagt in den grauen bis rötlich schimmernden Filz im Ruhrgebiet und ist deshalb entleibt worden und kreiste hier ehrenrundenmäßig im Bochumer Rathaus. Den Krimi habe ich geschrieben, um mir meine Stadtverwaltungsvergangenheit vom Halse zu schreiben. Ich habe nämlich 15 Jahre bei der Stadtverwaltung gearbeitet. Ich war Oberinspektor im Tiefbauamt des Bochumer Rathauses. Und mehr konnte ich nicht werden, weil ich hatte das falsche Parteibuch. Ich war nicht Mitglied der SPD. Heinrich Kämpchen war mit Sicherheit einer der ersten, der Arbeiterkultur hier im Ruhrgebiet betrieben hat, obwohl er sicherlich sich geweigert hätte, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Er hat einfach Gedichte gemacht und Lieder gemacht, so auch augenzwinkernd, so zum Beispiel mit so einem Anfang: Zum Bergmann sprach der Zechenprotz, du stahlst mir einen Mutterklotz. Und Er war sehr heimatverbunden, hat sehr viele schöne Gedichte über das Ruhrtal gemacht, ist aber nie so in Idylle versunken. Für ihn war entscheidend immer Lebensbedingungen seiner Arbeitskollegen und seine eigenen Lebensbedingungen und die Verbesserung derselben. Er passte den Herrschenden überhaupt nicht. Es gibt so eine Liste der Personen, die im Verdachte stehen, der Sozialdemokratie zu huldigen, von Anfang des 20. Jahrhunderts. Da war auf Nummer 1 im Amte Linden-Dahlhausen Heinrich Kämpchen, und unter besonderen Bemerkungen stand, ist als Dichter hervorgetreten. Das kam also strafverschärfend noch hinzu. Bei seiner Beerdigung 1912 waren hier ein paar tausend Bergarbeiter, die ihm das letzte Geleit gegeben haben. Das
Das hat natürlich im Ruhrgebiet immer schon eine hohe Kultur und eine niedrige Kultur gegeben. Das ist auch heute so. Allerdings wird dieser Unterschied, sagen wir mal, zumindest nicht mehr so ernst genommen oder wird nicht mehr als Unterschied zwischen wertvoll und nicht wertvoll begriffen. Also es war eben früher so, dass es natürlich immer schon wertvolle Hochkultur gab. Schaller in Bochum mit dem Schauspielhaus. Das Essener Schauspiel hat in den 50er Jahren viele wichtige Inszenierungen und auch Premieren gehabt mit Hochhutstücken. Das hat schon immer eine Tradition gehabt und dagegen wurde die, sagen wir mal in Anführungszeichen, Volkskultur eigentlich immer so ein bisschen mitleidig belächelt, nicht so ernst genommen und vor allen Dingen nicht für wertvoll gehalten. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Tragen Sie mit uns diese Krone als ein Zeichen unseres neuen Selbstbewusstseins. Die Zukunft sind wir. Und das möchte ich, meine Damen und Herren, bitte einmal von Ihnen allen hören. Die Zukunft sind wir. Das geht lauter. Die Zukunft sind lauter! Das Ruhrgebiet, und ich komme aus dem Ruhrgebiet, ist eine Region im gigantischen Umbruch. Also eigentlich vollzieht sich hier in den letzten 20 Jahren spürbar der Wechsel vom 19. zum 20. Jahrhundert eigentlich. Ich denke aber, dass die Entwicklung so schnell geht, die geht auf jeden Fall viel schneller, als das Herz der Menschen schlägt. Was das Theater angeht und was mich angeht, ist natürlich das Theater genau ein Ort, wo man eine Art von kulturellem Gedächtnis produzieren kann. Der Tod ist ja das größte Tabuthema unserer Gesellschaft. Da will ja keiner drüber sprechen. Und was wir hier versuchen, ist eigentlich so mit dem Tod umzugehen, wie wir das auch normalerweise tun. Das heißt, es gibt ihn nicht für uns. Wir kommen hier lachend rein in diese Vorstellung. Es ist eine Komödie, es wird viel gelacht, es wird sehr viel gelacht. Und auf einmal bleibt das Lachen im Halse stecken, weil das, was hier passiert, das wird durch die Konfrontation mit dem Tod, auch durch die Perspektive des Todes, für einen Moment innehalten und zurückgucken. Zurückgucken, wie leben wir eigentlich. Aber es hat natürlich auch mit dieser Region zu tun. Also nicht zufällig sind wir hier auf diesem Berg und dieser Berg ist wie ein Symbol für diese Gegend, ist ein Symbol für die Vergangenheit und die Zukunft des Ruhrgebiets. Es ist ein Symbol für die Montanindustrie, die zu Ende gehende Montanindustrie. Und wir hören viele Dinge, was hier in der Zukunft passieren soll. Also Dienstleistungsgesellschaft, die Heilsversprechen mit Erlebnislandschaften, Einkaufsparadiesen und so weiter. Aber natürlich fragt man sich, ist das richtig so? Sind wir auf dem richtigen Weg? Der alte Mann geht zum letzten Mal zur Schicht. Seine Frau ist tot. Die Kniffen hat er nicht mehr mit. Sein Vater brachte sie als Kindermann hierher. Jetzt ist es auch traurig, das Gehen fällt ihm schwer. Er geht niemals aus diesem Land. Hier sind seine Freunde, hier ist er bekannt. Er geht niemals aus diesem Land. Hier ist was zu Ende gegangen, wo viele Menschen gearbeitet haben, Arbeit Brot gegeben hat. Warum eigentlich die meisten Menschen hier ins Ruhrgebiet gekommen sind, um Arbeit zu finden,
Es sind Opfer gebracht worden von den Bergleuten, von den ganzen Malochas hier. Und keiner will davon was wissen, obwohl ich da gar nicht glaube. Die Bevölkerung schon und auch Leute, die hierhin reisen, die möchten schon was von der Kultur wissen und von den Menschen und von der Vergangenheit. Und die müsste mehr dargestellt werden. Das finde ich immer schade. Man kann ja nur mit Postkarten kaufen, wo ein Förderturm drauf ist. Da muss man Insider sein, da muss man den Betriebsrat von Zeche Hugo kennen. Aber in normalen Geschäften wirst du nirgendwo einen kleinen Förderturm kaufen können oder eine Postkarte, wo ein Förderturm drauf ist. Wenn du nach Frankreich reisen würdest, wäre ganz klar, dass du vom Pariser Eiffelturm deine Postkarte bekommst. Das sind solche Sachen, die mich bewegen. Lange darüber nachgedacht, was ist denn überhaupt der Mythos Ruhrgebiet? Nämlich jetzt, wo die ganze Industriegesellschaft das Ruhrgebiet verlässt, in neue Regionen vorstößt, neue globale Felder, Arbeitsfelder erarbeitet, wird etwas zurückgelassen. Und was ist denn das wirklich das Spannende daran, was diese Industriekultur dann ausmacht? Das ist dieser Mythosbegriff, das sind die Geschichten, das ist das Soziale, was damit verbunden war. Die Geschichte und die Geschichten, die darüber zu vermitteln sind. Das ist für mich der Mythosbegriff und das ist auch der Ansatz, aus meiner Sicht, Tourismus zu denken. Also momentan ist es so, dass hier noch nichts Folkloristisches Einkehr gehalten hat. Also dass Geschichte zur Folklore wird. Und das ist eigentlich das Spannende, wer das Ruhrgebiet in seiner Vergangenheit, in diesem Mythos erleben will, der müsste es, glaube ich, jetzt zur Zeit tun. Und wir wollen uns natürlich bemühen, das so lange als möglich in dieser Form weiterzuhalten. Aber ich sagte ja vorhin, wir werden nicht umhinkommen, dieses Ruhrgebiet touristisch aufzuwerten, indem wir es inszenieren. Ihr müsst euch vorstellen, es war kein angenehmes Arbeiten. Wir waren alle so 14, 15 Jahre alt. Man sagt immer, der Bergmann fängt als Lehrling am Leseband an. Und wenn er so 30, 40 Jahre unter Tage beschäftigt war und war gesundheitlich angeschlagen, dann kam er wieder hier hoch und bekam dann hier am Band sein Gnadenbrot. Hier wurde doch die Kohle von Hand verlesen. Ich will Ihnen das mal so kurz schildern. Also in dieser Halle standen so 5 Stahlgliederbänder. Die kamen hier rein, waren so 50 Meter lang, 1,50 breit. Und die Nase ging vorne durch den Boden und unter uns befand sich der Bahnhof, da fuhren die Kohlezüge hin und her. Nun ist auch das letzte Grubenpferd. Stopp, stopp, stopp! Falscher Text, Fakt! Auch wir sind noch... Also bitte! Wie furchtbar! Erwin Meyer hat doch 2 Kinder und seine Frau ist seit der Operation am Herzen erwerbsunfähig. Im Tod nur knapp von der Schippe gesprungen. Um Himmels Willen. Mehr Betroffenheit. Um Himmels Willen. Ich wurde gezeigt, mein Bier geschmackt, das kommt wie Sau. Stopp. So, jetzt hör mal zu, mein So Mann. Kann man mit einem Künstler nicht umgehen. Ich habe es schon mit vielen Schauspielern gearbeitet. Aber das ist wirklich zu viel. Genau, das ist zu viel. Da fängt schon einmal den schwachsinnigen Text von diesen Tintenpisser, von diesen Müller-Dingensmummels da. Der weiß doch gar nicht, wie er gesprochen wird. Da muss man doch erstmal übersetzen. Hat sie mit der Arbeitswelt auseinandergesetzt, ja? Weißt du was, Kollege, der hätte sich mal besser mit der Arbeitswelt zusammensetzen sollen. Wenn ich schon höre, wie der heißt, Erwin Meyer. Jo, so muss natürlich einer von ihr heißen, jo. Weißt du, wie die hier heißen? Paul Degenhardt, Coco Wörnkipper, Kalle Knitterschmidt, das sind Namen. Also nicht Erwin Meyer. Und dann muss ich mich von so einem flenden Haiopa in meine eigene Wohnung ja noch rumtriezen lassen, du. Herr Knorpelsbeck, Herr Knitterschmidt. Kopleck! Herr Kopleck! Das
das Ruhrgebiet ist ja eine relativ junge Region. Es existiert erst seit 150, eigentlich erst seit 100 Jahren. Und zum Beginn dieser Geschichte gab es auch keinen Begriff für das Ruhrgebiet. Der Name Ruhrland, der ursprüngliche Begriff für die Region, entstand erst in den 30er Jahren. Und der Name für das Ruhrgebiet nach dem Zweiten Weltkrieg, eben Ruhrgebiet, ist ein verwaltungstechnischer Begriff, der auch nicht mit Identität aufgeladen ist. Erst in dem Moment, als das Ruhrgebiet in seine Krise kam und eigentlich aufhörte, als Ruhrgebiet, als Montanregion der Schwerindustrie zu existieren in den 60er und 70er Jahren, entwickelte sich langsam so etwas, was man heute als Identität bezeichnen kann. Die Frage, ob diese Identität Ruhrgebiet von langer Dauer sein wird und eine stabile Identität darstellen wird, ist sicherlich offen. In einer globalisierten Gesellschaft, in einer postindustriellen Informationsgesellschaft, die sich auch im Ruhrgebiet rapid im Strukturwandel entwickelt, ist es die Frage, ob diese Identität wirkungsmächtig genug sein wird, um ins nächste Jahrtausend hineinzudauern und oder ob diese Region letztendlich so wird wie überall. Das heißt, sich mit anderen Regionen im Verbund zu einer großen europäischen Metropolregion entwickeln wird, die mit dieser Ruhrgebietsspezifik und der Geschichte des Ruhrgebietes gar nichts mehr zu tun haben wird. Wir haben wieder ganz nette Facebook-Punkte. Bitte an die Untergrundkönige. Wir haben eine Bitte an die Untergrundkönige Tustong. Seit 93 sind wir mit euch dabei und zwar aktiv, intensiv und ohne Lügerei. Tustong ist das, was uns am Herzen liegt, weil wir es lieben und nie genug davon kriegen. Tustong ist unsere Religion. Ihr seid die Besten. Ich bin an die ganze Sache mit rangegangen, als wäre ich ein Bandmitglied, weil wir eben Freunde waren und ich mich wahnsinnig darüber aufgeregt habe, dass die Jungs zwar einen Sound gemacht habe, den ich persönlich geil fand, wo ich gesagt habe, ey, geiles Ding, aber warum kommt er damit nicht raus? Kommt mal ein bisschen in die Strümpfe und macht mal. Das endete dann in einem Streitgespräch. Ich habe früher im Verkauf gearbeitet eben und hatte nicht so die Probleme damit, auf Leute zuzugehen, wie die das vielleicht hatten. Die haben sich immer nur gedacht, ich mache mal eine Musik, der Rest interessiert mich nicht. Und mich hat es einfach geärgert. Und dann kam eben so ein Streitgespräch, dass die gesagt haben, ja, wenn du so eine große Schnauze hast, dann mach du das doch. Das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen und habe gesagt, okay, mache ich, kann ja so schwer nicht sein, obwohl ich nicht wusste, wo fange ich an, wo höre ich auf. Und habe mich dann eben in die Sache reingekniet, habe Veranstalter angerufen, kleine, kann die Band da nicht mal spielen. Schönen guten Abend, wir sind Zuschauer aus Dortmund. Gleich um Ecke hier, mit einer der drei vorne der Fortstelle. Stock und Superfond, direkt vor der Quelle. Der Fluss geht ab, geschmiert ölig, wir sind titzig. Du Strong 2000, wir rocken stetig. Du bist ein Kopf leer. Da kommt zur Quelle, guter Service, Qualität. Mit den drei vorne Fondstelle. Pack den Fond, keine Tango, wer zum Tiger. Du Strong auf der Reise in die oberste Liga. Ist ein Kopf leer. Da kommt zur Quelle, guter Service, Qualität. Mit den drei vorne Fondstelle. Pack den Fond, keine Tango, wer zum Tiger. Du Strong auf der Reise in die oberste. Ist ein Kopf leer. Da kommt zur Quelle guter Servicequalität mit den Reihen vorne Funkstelle. Fuck den Funk in den Tango, wer zum Liga? Zu sorgen auf der Reise in die oberste Liga. Es flossen dann auch so ein bisschen Gelder dann. Es war immer noch nicht so, dass man davon leben konnte. Aber ich wollte es auch nicht sein lassen, einfach weil mir da viel zu viel Herzblut dran lag an der ganzen Geschichte und mir das so einen Spaß gemacht hat. Dann kam die Überlegung eben, okay, dann, weil wir eben in diesem Hip-Hop-Bereich tätig waren die ganze Zeit, einen Hip-Hop-Laden zu eröffnen, um an der Basis zu sein und um eigentlich das zu machen, was einem dann wirklich Spaß macht. Ohne den Hintergedanken, jetzt werde ich damit Millionär und gehe an die Börse oder was weiß ich, was für eine Geschichte da, wie sich manche dann vielleicht überlegen bei so einer Sache. Es ging einfach nur darum, okay, ich kann damit meine Miete bezahlen, ein bisschen was zu essen kann ich mir auch kaufen und mache einfach das weiter, was mir Spaß macht. So hat sich bei sehr, sehr vielen Firmen das entwickelt. Ob das Firmen sind, die Videoclips herstellen für Musik beispielsweise, ob das Firmen sind, die jetzt eben in den Internetbereichen tätig sind, was ja auch ein Riesenthema ist im Augenblick, Booking-Agenturen, Promotion-Agenturen und. Also alles Sachen, die es eigentlich so nicht gab vorher, wo sich ein Markt entwickelt hat und wo jetzt Arbeitsplätze dran hängen. Ist ein Strukturwandel, ganz klar. Und das wird auch stärker werden noch. Weil man ganz einfach auch bei vielen Jugendlichen sieht, die jetzt anfangen, sich mit Sachen zu beschäftigen, wo eine ältere Generation vielleicht denkt, ja gut, das sind irgendwelche Flausen, wo man aber dann, wenn man ein bisschen Visionen hat, ganz einfach auch sehen kann, da kann was draus werden. Heute, wo alles abgerissen wird, ist es besonders wichtig, die Dinge irgendeiner Form
aufzubewahren für die, die nach uns kommen. Ich fotografiere seit Ende der 60er Jahre und sammeln tue ich seit Mitte der 70er Jahre. Wenn ich einfach irgendwann sagte, jetzt reicht es mir, über die kaputten Zechen zu laufen, mir tun die Füße weh und ich kann nicht mehr, dann bin ich nach Hause gegangen und habe meinetwegen Collagen gemacht oder Objekte zusammengestellt. Und also immer nicht alles zur gleichen Zeit, sondern immer jedes zu seiner Zeit, wenn ich es mal so sagen darf. Und das hat mich davor bewahrt, müde zu werden, ermattet zu werden und alt zu werden. Es geht ein Zeitalter vorbei, ein Zeitalter, was mal für Mitteleuropa bestimmend gewesen ist, das industrielle Zeitalter. Und so wie heute unsere Kinder, unsere Enkel fragen, ob die Milch aus der Packung kommt und nicht mehr wissen, dass Kühe Milch produzieren, so werden sie eines Tages sagen, was haben die bloß früher hier gemacht? Und ich denke, es ist sehr wichtig, ihnen zu zeigen, dass hier mal Menschen fleißig waren, gearbeitet haben und für unser Land ungeheure Dinge getan haben. Sonst wären wir wahrscheinlich noch, was weiß ich, ein Entwicklungsland. Sondern wir haben durch die Industrie, durch unseren Fleiß, durch die Arbeit ein Land geschaffen, auf das wir stolz sein können. Im Ruhrgebiet ist es dank des sozial geleiteten, politisch geführten Strukturwandels gelungen, lebendige Städte zu erhalten. Das ist für sich eine bedeutende Leistung von Politik. Und nachdem wir wissen, dass dies so erhalten ist, wird es sich auch für die Zukunft als urbane Kernregion stabilisieren. Meine Vision des Ruhrgebiets heißt Ruhrstadt. Eine zentrale, mit allen urbanen Qualifikationen ausgestattete Bevölkerungsballung im Herzen Europas. Und wir sind auf dem besten Wege dahin, aber es gibt noch genug Betonköpfe hierzulande, die lieber in Dortmund das Westfalentum und in Duisburg das Rheinische feiern, statt sich von beiden Flügeln her auf die Mitte und auf die eigene Vergangenheit zu besinnen. Denn dieses ist die Orientierung, in der wir leben. Und das ist in der Tat, nach der Leidensgeschichte der Montanindustrie hat es eine Leidensgeschichte am Strukturwandel gegeben. Wir sind jetzt in einer Phase, in der wir sozusagen erst einmal ein natürliches Verhältnis zur Vergangenheit finden, eine klare Identifikation. Das Ruhrgebiet hat seine Schwerindustrie als orientierenden historischen Kern. Und das ist schon was für die Zukunft. Mit Zollverein habe ich durch meinen Großvater und durch meinen Vater zu tun. Und heutzutage organisiere ich hier die Konzerte seit 3 Jahren. Und betreue sie als künstlerischer Leiter. Mein Großvater hat dieses typische Ruhrgebietsschicksal erlitten, stammt aus Ostpreußen, aus einer Familie, wo es zu viele Kinder für den Bauernhof gab und die Überzähligen mussten als Bergleute ins Ruhrgebiet oder nach Schlesien. Und ihn hat sie ins Ruhrgebiet verschlagen und er hat hier gearbeitet auf Zollverein. Früher hat man, wenn man Gäste hatte, Freunde von auswärts, ist man an den Baldener See gefahren oder an die vermeintlich schönsten Stellen des Ruhrgebietes und hat gesagt, also ihr habt die schönen Berge, aber wir haben den Baldener See und so weiter. Und heute steht man wirklich zu diesem Erbe der Industriekultur und des Industrieraumes Ruhrgebiet. Und wir haben eben mit diesen Dingen, mit Zollvereinen beispielsweise, ein Architekturdenkmal erster Ordnung. Fast ein Architekturweltwunder, würde ich sagen. Und das hat man früher versteckt und jetzt zeigt man es her. Und dieses Architekturdenkmal mit berühmten Musikern zusammenzubringen, die Musiker dafür zu begeistern und diese Räume neuen Nutzungen zuzuführen, ist eigentlich das, was uns vorschwebt und sicherlich auch mithilft, diesen Standort weiter bekannt zu machen. Die Leute gehen natürlich gerne in Museen, aber sie wollen auch große, unterhaltsame Publikumsausstellungen sehen und sie wollen an moderner Kunst, an avantgardistischer Kultur interessiert sein. Es ist ein Glücksfall, dass dieses ganze Areal erhalten geblieben ist
Und viele würden jetzt sagen, das wird das größte Museum der Welt. Ich sage dazu, das wird für das Ruhrgebiet wahrscheinlich der interessanteste Zukunftsstandort für die wirtschaftliche Entwicklung. Wenn die moderne Welt fast alles hat, was sie braucht, dann gibt es nicht sehr viele Möglichkeiten, Menschen neue Produkte einzureden. Eine der Möglichkeiten ist neues Design. Wir sind im Moment dabei, einen überregional sehr beachteten Designstandort zu machen. Wenn es einen Designstandort im Ruhrgebiet gibt, hat das Auswirkungen auf die gesamte Produktionslandschaft im Revier.